Und dann hatte ich natürlich auch noch so ein paar tolle technische Herausforderungen oder Sachen, die mir passiert sind. Also das fing schon an mit so, ich wollte so ein Lavalier-Mikrofon und da war der Adapter, den ich für mein Gerät brauche. Ich habe 8 Wochen auf diesen Adapter gewartet. Ich habe keinen bekommen. Ich habe sogar den Deutschland-Distributor angerufen und der hat dann gesagt, also Wahnsinn. ja, ehrlich, wir warten selber drauf. Und dann habe ich einen Gebrauchten gefunden auf Amazon, den habe ich natürlich sofort bestellt. Was war? Es hat in der Konstellation gar nicht funktioniert. Also habe ich umsonst gewartet diese ganzen Wochen. Dann habe ich was anderes gekauft, was viel, viel teureres, aber was richtig Gutes, ist jetzt auch meine Empfehlung. Starte gleich mit dem Besten. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Dann habe ich, so Sachen sind mir passiert wie, ich hatte dann ein Telefoninterview, die Qualität war so schlecht. Da habe ich dann irgendwie gemerkt, da muss man, glaube ich, eine andere Einstellung vornehmen, wenn man dann einen Telefonpartner hat im Interview. Und da habe ich halt nicht diesen Ausgang gewählt, sondern den anderen. Und dann mussten wir das wiederholen. Solche Okay. Sachen sind mir Ja. auch passiert, weil einfach die Qualität. Und ganz schlimm, das Schlimmste, was mir passiert ist, ich habe einen deutschen Konzern und eine tolle Frau, eine Führungsaufgabe in einem wahnsinns deutschen Konzern die hat so viel zu tun, ja, die hat einfach so viel zu tun. Und natürlich, was ist passiert? Es hat nicht aufgezeichnet. Nach 7 Minuten Oh ist das no. Interview abgebrochen. Ja, und dann habe ich das mal kontrolliert. Und zwar lag das daran, dass die Speicherkarte voll war. Die hatte ich aber vorher, das war mir schon klar. Ich habe die Sachen runtergelöscht. Was ich aber nicht wusste, Das ist vielleicht jetzt auch Papierkorb nochmal ein Geheimtipp, lernen. dass es im Papierkorb auf der Ja. Karte gelandet ist. Ja. Und der war nicht sichtbar für mich auf meinem Mac. Also auf den ersten Blick zumindest nicht wahrscheinlich. Irgendwo sieht man das dann schon. Ja, das war natürlich ganz toll. Also Gott sei Dank hat sie Verständnis und wir wiederholen das. Super. Aber also mir sind dann schon so ein paar Sachen passiert, wo ich richtig geflucht habe. Oder ich war bei jemand zu Hause, die hat so hohe Decken, haben wir mit zwei Mikrofonen gearbeitet und dann hat sich das so gegenseitig geheilt, dass ich dann eben da auch eine Sicher. Tonspur doch wieder wegmachen musste und so. Also da passieren schon Sachen, die dann, aber man lernt ja und man wächst und Und ja. großes Kompliment und großen Respekt, dass du dich dem Thema einfach stellst. Ja? Also viele, Ja. ja, und das Thema, das Thema Angst vor der Technik, das blockiert ganz viele zu sagen, ich baue mir kein digitales Business auf, ich mache keinen Podcast, ich mache kein Video, ja, ich werde kein digitales Geschäftsmodell in mein Unternehmen reinbauen. Aber das, was du gerade erzählst, das sind genau diese, ja, Momente, in denen du natürlich immer mehr zum Profi wirst. Ja, also dir macht irgendwann mal keiner was vor in Sachen Podcast und sagt, hey, egal welche Situation, ich kann sie super professionell aufnehmen, dass das meinen Fans, meiner Community Spaß macht, zuzuhören. Ich hatte das auch schon. Also das ist das, da vielleicht auch noch ein Hack, wenn einem sowas passiert, lass wirklich so 1, 2 Wochen Luft zwischen den beiden Aufnahmen. Also zwischen der Aufnahme, die nicht geklappt hat, weil es nicht aufgezeichnet hat oder warum auch immer. Dann vergessen nämlich beide Seiten so ein bisschen das, was sie gesagt haben, und man kann relativ frisch wieder starten. Weil viele versuchen dann und sagen, ah, können wir das bitte morgen nochmal machen? Und dann weißt du aber nicht, war das eine Frage, die ich gestern gestellt habe oder die ich vor 10 Minuten gestellt habe, und dann gibt es einfach nur Turbulenzen. Ja. Guter Punkt. Also ich bin froh, dass ich es aus Versehen auch so geplant habe. Aber gut, bin ich jetzt beruhigt. Oder auch wenn man Solo-Folgen aufnimmt, dann einfach, manchmal nehme ich wirklich so 10-mal eine Folge auf und denke mir, das ist der größte Schrott ever. Und dann mache ich einfach alles aus und gehe. Gehe einfach in einen anderen Raum oder ins Bett oder so. Dann lasse ich es halt einfach. Und dann darf ich das Thema aber am nächsten Tag nicht nochmal versuchen, sondern das schiebe ich dann halt einfach eine Woche oder 2.
Ja, das kann ich jetzt auch schon so ein bisschen bestätigen. Das Thema Akustik ist auch immer so eine Sache. Also ich habe jetzt zwar das Beste vom Besten, aber dann höre ich meinen Stuhl quietschen oder ich berühre doch den Tisch oder keine Ahnung, ich höre mich selber atmen im Podcast, wenn ich die Post-Production mache oder der Interviewgast schnauft rein oder Hintergrundgeräusche. Ich meine, das ist ja ein bisschen atmosphärisch, aber manchmal den einen oder anderen stört es halt doch. Und ist auch spannend. Also da kann man auch, muss ja mal gucken, wo die Reise dahin geht, ob ich nicht doch irgendwann in so einem Studio lande, in so einem Ast rein. Aber eigentlich will ich das gar nicht. Ich finde das eigentlich ganz nett, wenn da so ein bisschen Leben drumherum ist. Ja, total. Also das liebe ich am Podcasten, dass es eben nicht Studioaufnahme ist, sondern so wie wir halt jetzt einfach auch so uns selbst, auch jeder se sich selber oder den anderen einfach auch hört. Ja. Oder ich finde es einfach toll, wenn du im Hintergrund eine Party hörst, weil du auf einer Party aufnimmst, ja, oder in einem Café sitzt oder die Straßengeräusche hörst. Also das finde ich, das macht es letztendlich aus. Finde ich auch. Sind wir uns einig. Ja. Aber ich habe ja auch von dir gelernt, also insofern. Ja, vielen Dank für dein Vertrauen. Ja, das gehört ja auch dazu, dann auch Ja, wirklich danke. folgen zu Gerne. können. Ja. Ja, auch da ist so ein Thema, also da gibt es auch so einen schmalen Grat, zu sagen, inwieweit folge ich und inwieweit, wo bin ich dann nicht mehr authentisch, ja, muss man sich schon überlegen. Also, dass man auch den Mut hat zu sagen, das passt jetzt vielleicht nicht ganz zu mir, kann ich das auch so oder so Super. machen, finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auch da wieder, authentisch sein ist einfach, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Wie geht es jetzt bei dir weiter? Was ist geplant? Gibt es irgendwie so ein Passion-Project, wo du sagst, hey, das ist gerade voll Fokus, außer Podcast? Ja, ich habe ja neben dem Podcast auch nochmal meine Mentoring-Arbeit ein bisschen professionalisiert. Da habe ich jetzt so zwei Programme auch an den Start gebracht. Einmal sind das eben Einzelmentoring-Programm und so eine Mastermind. Also Einzelmentoring, da geht es einfach um Wissenstransfer. Also wer da jetzt neugierig geworden ist und von mir aus meiner Erfahrung sich da für seine Bildung Belange was abgreifen möchte, der kann sich gern bei mir melden. Ist auch auf meiner womeninfashion.de/Mentoring-Seite. Also da findet man dann auch alles nochmal zu mir und zu diesem Programm. Also das ist das eine, worauf ich fokussiere. Und das andere sind eben diese Masterminds. Mastermind, das muss ich so vorstellen, es wird eine Gruppe aus 3, 4 Leuten auf Augenhöhe, die dann immer im Wechsel sich gegenseitig da Tipps und Ratschläge geben zu dem konkreten Thema, das sich derjenige wünscht. Und das sind die zwei Programme, die jetzt so als nächstes nochmal mit Fokus an den Start gehen. Ansonsten kommen natürlich die nächsten Events. Also hier ich habe gern so Business Lunch, mache ich zum Beispiel im Hotel de Rome hier in Berlin. Da plane ich jetzt das nächste. Wer übrigens bei mir zu Events kommen will, der sollte auch bitte auf die Webseite gehen und einfach sich da eintragen in die Newsletter. Und dann werdet ihr auch immer eingeladen zu solchen Events. Genau. Und dann, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, ob oder ob ich später mache, steht ja jetzt auch wieder so eine Masterclass an. Und da bin ich jetzt einfach ein bisschen ausgebremst durch Corona, weil ich nicht weiß, ob das jetzt so Sinn macht. Ob wir ein Jahr aussetzen, die Themen vielleicht im Podcast behandeln, da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ansonsten, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, jetzt gibt es ja so ein neues Thema, das heißt Frankfurt Fashion Week. Das heißt, die Messen aus der Mercedes-Benz, also es gibt die Mercedes-Benz Fashion Week, aber auch währenddessen parallel diese Messen, Premium etc. Und diese ganzen Messen ziehen jetzt nach Frankfurt und Frankfurt möchte da jetzt einen neuen Fashion-Hotspot draus bauen und auch drumherum noch ein Ökosystem. Und da bin ich jetzt auch in der Überlegung, inwiefern wir da mit Women in Fashion irgendwie einen Beitrag leisten können. Also in die Richtung geht es bei mir. Es Stark. sind ganz viele Projekte, mal Ja. schauen. Eine Fashion-Projektlandschaft, könnte man Ja, sagen. Aber erzähl genau. vielleicht noch zwei, drei Sätze, Thema Zielgruppe. Wer kann sich bei dir melden? Mit welchen Themen beschäftigen sich diese Leute? Eine kurze Unterbrechung an dieser Stelle in eigener Sache, denn wir bei Genius Alliance haben es uns zur Aufgabe gemacht, dir in der Digitalisierung deines Business zu helfen. Dafür bieten wir dir
genau zwei Mentoring-Programme an. Einmal das VIP-Mentoring für Coaches, Experten, Berater, Speaker und Dienstleister und zum anderen das Corporate-Mentoring für Führungskräfte in Konzernen und mittelständischen Unternehmen. Das heißt konkret, du profitierst von wöchentlich stattfindenden Live-Webinaren mit Handverlesern und hochspezialisierten Digitalexperten, also wie so ein Training jede Woche, von einer Plattform, auf der du zusätzliche Inhalte fürs Selbststudium findest und natürlich die Aufzeichnung der Webinare, falls du an einem Live-Webinar mal nicht teilnehmen konntest, von einer exklusiven Messenger-Gruppe, in der wir einen interaktiven Austausch zu deinen Fragen haben werden und von einer hohen Flexibilität, denn mit unseren Mentorings wollen wir dich nicht an ein Abo binden, sondern so begeistern, dass du freiwillig bleibst. Wenn du jetzt sagst, wow, das klingt spannend, dann besuch uns im Netz unter www.genius-alliance.com. Der Link ist wie immer in den Shownotes zu finden und sichere dir den Frühbucherpreis bis Ende Oktober. Und als Dankeschön, dass du so treu hier diesen Podcast hörst, lege ich exklusiv noch einen 25% Rabattcode mit dem Namen GROW2020 obendrauf. Gib dafür in deine Bestellung einfach das Wort GROW mit großem Anfangsbuchstaben und dann 2020 als Zahl ein und dann bekommst du die 25%. Jetzt liegt es also an dir, ob du unsere Hilfe in der Online-Neukundengewinnung und bei der Steigerung deiner Umsätze annehmen möchtest. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Also im Prinzip geht es ja bei uns um die Förderung der Wirtschaftlichkeit von Marken, die sich im Fashion- und Lifestyle-Segment etablieren möchten. Und da geht es nicht nur um Fashion-Brands, sondern, also wie gesagt, das kann auch, sind auch Lifestyle-Brands, das kann auch Beauty sein, das kann auch Industrie sein, wenn sie eben da irgendwie fancy daherkommen möchte und einfach da den Kontakt sucht. Und also nicht nur Fashion, sondern alles, was schick und nice ist, kann da auf mich zukommen. Und im Prinzip sind es zum einen eben Gründer, Gründerinnen oder eben Personal Brands, die selber schon eine Personal Brand sind. Oder also Marken, die schon etabliert sind, aber einfach den Austausch suchen. Und ganz wichtig, wir brauchen natürlich auch Branchengrößen, die sich bereit erklären, ihr Wissen und ihre Expertise auch an das Netzwerk weiterzugeben, die ein bisschen Social Responsibility übernehmen und vielleicht auch nach Talenten gucken, weil hier die Gründer, da sind immer ganz, ganz tolle versteckte Talente, die ganz, ganz großartig kreativ sind zum Beispiel und da einfach den Austausch suchen. Also die sind alle bei uns willkommen und da ist man einfach dann in bester Gesellschaft, wenn man da mal dabei sein kann bei unseren Netzwerkveranstaltungen. Und das Gleiche gilt ja auch für die Mentoring-Programme und für das Mastermind. Mhm. Also wenn du sagst, ich habe eine Idee oder ich habe die Idee schon, aber ich brauche hier konkret Unterstützung und vielleicht erkennt da jemand eine Expertise, die ich habe, die denjenigen, diejenige voranbringen kann, dann einfach melden. Auf der Webseite sind so viele Kontaktmöglichkeiten. Einfach eine nutzen und sich melden, genau. Und dann helfe ich da gerne weiter. Habe ich die Frage vollständig beantwortet? Sehr gut. Sibyl, sehr gut. Wir packen alles in die Shownotes dieser Podcast-Folge, dass man den Kontakt aufnehmen muss. Weil ich glaube, es ist ein spannendes Feld. Deswegen habe ich mich auch damals für das Coaching mit dir entschieden. Ist ja auch immer so ein einvernehmliches Entscheiden. Vielen Dank dafür. Danke dir. Es ist ein wahnsinnig spannendes Projekt mit dem Podcast. Und ich bin natürlich Fan und werde das weiter beobachten. Bin sehr gespannt, wie du die Branche revolutionierst. Vielen Dank. Übrigens bin ich ja auch dein Fan und ich bleibe natürlich auch bei dir weiter dran. Ist ja klar. Es hört ja jetzt hier nicht auf. Ja. Wir fangen jetzt erst an. Deswegen kommen wir jetzt zu unserer Personal Insights Runde, wenn du Lust hast. Ich stelle dir ein paar Fragen und du versuchst so kurz wie möglich zu antworten. Okay. Ja, also Frage Nummer eins, die berühmteste Frage, der Elevator Pitch. Mhm. Wer bist du und was macht dich aus in einem Satz? Jetzt kommt nichts. Jetzt habe ich alles schon erzählt, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Wie fasse ich das jetzt zusammen? Sag noch mal die Frage bitte. Ja, gerne. Wer bist du und was macht dich aus? Weißt du, diese Barbecue-Veranstaltung, dieses Grill, die Grillparty. Mhm. Hey, was machst denn du so? Also ich bin Sibel Brozart.
Ich bin Gründerin und ich habe ein Netzwerk und ich bin quasi Inkubator für alle, die sich im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen möchten, ihre Marke aufbauen möchten. Schön, sehr cool. Was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendeine Eigenart, ein Spleen, den du hast? Ja, zum Beispiel, dass ich so gern Karaoke singe. Oh, wirklich? Ja, also du kannst mir, hol mir deine PlayStation und ein Mikrofon, ich singe dir alles, was du möchtest. Ob das für deine Ohren so gut ist, weiß ich nicht, aber mir macht Spaß. Sehr cool. Also ich feiere auch manchmal so irgendwelche Partys, da lade ich dann Freunde ein und dann singen wir einfach zusammen, finde ich toll. Schön. Ja. Welches war das schönste Kompliment, das dir jemand mal gemacht hat? Gute Frage. Was ist das schönste Kompliment? Also immer wenn es was Persönliches ist, auf jeden Fall, fühle ich mich immer super geehrt. Also wenn man mich ja, einfach persönlich erwischt. Also jetzt gar nicht für alles, was ich geleistet habe, sondern für mein Wesen. Also das sind mir das sind die schönsten Komplimente eigentlich. Schöne Antwort. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Nicht mehr verzichten könnte ich auf meinen Pascha. Pascha ist mein Zwergpudel, mein Tollpudel, der seit letztes Jahr in unserem Leben ist. Und ich weiß gar nicht, wie es ohne ihn war. Und ich glaube, ich habe mir über 10 Jahre schon einen Hund gewünscht. Und das hat immer mit dem Lifestyle nicht zusammengepasst, mit der Reiserei und so weiter. Und jetzt bin ich so froh und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es ohne Pascha wäre. Ja. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Also außer für Pascha, weil er Gassi muss. Ja, für ein Interview vielleicht. Für ein Interview mit Oprah. Yes. Podcast-Interview mit Oprah. Ja. Dafür würde ich aufstehen. Welche Würdest du Entscheidungen? dafür auch aufstehen? Ja, Würdest du würde ich auch dafür aufstehen. Unbedingt. aufstehen? Würde ich aufstehen. Ja. Vielleicht nicht ganz so früh. Für welche Ent oder welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein gern rückgängig machen wollen? Ich glaube keine. Also im Prinzip kann man das, weiß man ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn man die Entscheidung nicht gefällt hätte. Also egal, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist, im Prinzip, wenn es eine schlechte war, lernst du was draus und das bringt dich wieder weiter. Also insofern ist es, wie es ist und ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte. Ja. Okay, welche berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder schon tot, wenn du die treffen dürftest, wer wäre das und was würdest du diese Person fragen? Also ich glaube, ich würde gerne mal Michelle Obama treffen. Und die würde ich alles ausfragen, wie das so war, als sie, also ich habe auch ihr Buch gelesen, Becoming, und da würde ich einfach noch mal tiefer reingehen und würde mich einfach super gern mit ihr über das Thema unterhalten. Also die finde ich einfach super cool, die Frau, wie lässig die das gemacht hat alles. Und auch ihr Mann, die sind so lässig irgendwie, so cool und finde ich total vorbildlich. Tja. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? Ich glaube, meine Eltern, die haben das, glaube ich, nie geäußert, aber die waren schon traurig, als ich aus der Bank raus bin. Die waren da schon traurig. Also, die fanden das so toll, die waren so stolz und das, was danach kam, meine Eltern sind ja jetzt auch schon ein bisschen älter, die verstehen es halt nicht wirklich. Also gut, Produkt und Teschi, das verstehen sie schon, aber alles andere, da muss man sie noch dran führen. Also, das ist so über deren Horizont schon hinaus, wenn man so um die 80 ist. Podcast, hä, was ist das? Ich glaube, die hätten mich gern in der Bank weitergesehen, ja. Für welche drei Dinge bist du am dankbarsten? Dinge. Also, ich bin dankbar dafür, dass ich lebe, wo ich lebe, hier und jetzt,
in Deutschland, in Berlin während Corona-Zeiten, ich glaube, ich wollte nirgendwo anders sein im Moment. Also es fühlt sich für mich einfach richtig an. Dann bin ich dankbar an mich selber, dass ich so manchmal wirklich dranbleibe und Sachen durchziehe und das teilweise stur bin, was die Umsetzung von Dingen angeht oder von Bildung. Also ich bin dankbar, dass ich in der Vergangenheit trotz dem einen oder anderen schlechten Einfluss einfach mein Ding und meine Bildung und mein Wissen einfach durchgezogen habe. Es gibt mir so viel. Und dann noch Sprachen finde ich auch noch ganz toll. Also, dass ich mehrere Sprachen spreche und am liebsten würde ich da auch noch ein paar dazulernen, zum Beispiel Russisch. Chinesisch wäre auch nicht schlecht. So total verrückte Frage. Deutsch, klar, Englisch, Türkisch. Ich habe auch mal Italienisch gelernt, das könnte ich auch mal besser. Vielleicht, das verstehe ich eigentlich nur noch. Französisch habe ich auch gelernt, aber verstehe ich eigentlich auch. Also diese Fragen, diese Sprachen würde ich alle einfach auch mir noch irgendwie draufschaufeln, ja. Vielleicht gibt es bald so einen Chip, wo man das uploaden kann oder so. Ja, dann hört man es und plappert es nach, oder wie meinst du? Oder redet der Mund dann von selber? Das Wort kennst du dann in 15 verschiedenen Sprachen. Ach, wie toll. Dann kann ich mit noch mehr Menschen sprechen, das finde ich super. Welches Buch hatte für dich einen großen Mehrwert? Dieses eine Buch. Also ist ganz lang her und es geht mir auch nicht aus dem Kopf. Das war dieses, du wirst jetzt lachen, Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ah, ja. Das kennst du das noch? Natürlich. Genau, ja. Und das hat mich so, also das warum gerade einfach das? So, das ist ja interessant. Ja, weil ehrlich gesagt, ich irgendwie extreme Hochachtung hatte oder Angst oder Sorge, irgendwie selber mal irgendwie drogenabhängig zu werden. Frag mich nicht, wo das herkommt. Ich hatte mal sogar das Gefühl, ich hatte im vorherigen Leben, wenn es Reinkarnation gibt, dass ich dann an einem Drogentod gestorben bin. Und meine Mutter hatte mir auch immer gesagt, also es war sowieso nicht so üblich, dass türkische Mädchen, Teenies irgendwie ausgehen. Das war ja sowieso irgendwie tabu und auch immer nicht so gern gesehen. Und da hat meine Mutter mir immer gesagt, egal was du machst, pass auf dein Glas auf und lass es nicht irgendwo rumstehen, dass da keiner irgendwas reinmacht, wo du dein Bewusstsein verlierst oder deine Kontrolle über dich. Und ich glaube, und dann habe ich dieses Buch gelesen und es war einfach, das ist bis heute begleitet mich das. Ich habe da irgendwie, wenn ich draußen bin, ich beobachte das immer alles und versuche da einfach Abstand zu halten. Keine Ahnung, warum mich das so, also so ist es halt. Und das ist irgendwie was, könnt jetzt ganz viele Fachbücher oder was ich aktuell gerade gelesen habe, da gibt es auch ganz viel. Aber so nachhaltig mein Leben lang ist dieses Buch immer im Hinterkopf, keine Ahnung, fällt mir immer wieder ein. Ja, das ist interessant. Ja. Kann man wirklich mal lesen. Also es ist auch bei mir noch präsent, obwohl das viele, viele Jahre her ist. Ja. Spannend. Ja. Ja. Welche drei Interviewgäste würdest du mir hier für den Markenrebell-Podcast empfehlen? Wen würdest du hier gerne mal hören? Ich überlege. Bei dir, also ich habe einige, die ich dir von meinem Netzwerk so mal empfehlen kann. Ansonsten, wenn ich ganz ehrlich bin, höre ich bei dir immer am liebsten deine Solo-Shows, weil ich von dir immer ganz viel lernen kann. Endlich, danke. Weil ich, ja, da lerne ich immer irgendwas. Dann ist immer da weiß ich schon, was auf mich zukommt, da lese ich das so und dann, ja, genau, das Thema brauche ich jetzt irgendwie so. Finde ich ganz cool. Ich finde, du könntest mal wieder was zum Thema Podcasten machen, auch nochmal. Right. Machst du ja nie, haha. Ich weiß. Aber, welches Thema besonders? Also ich glaube, das Thema dieses so vielleicht noch ein bisschen tiefer in diese Prozesse rein. Also du hast jetzt schon ganz viel erzählt,
wie was geht und auch schon ganz, ganz detailliert. Aber vielleicht nimmst du dir mal, keine Ahnung, Adobe Audition vor und sagst, hey, das nutze ich deswegen so und so und warum nutze ich das? Also vielleicht kannst du so ein bisschen zu deinen, warum du was nutzt und welchen Vorteil das im Vergleich zu anderen Sachen hat vielleicht für dich. Und dann da vielleicht auch so ein paar Tipps zu Einstellungen, also so, warum du was wie einstellst oder wie man seine eigene Einstellung finden kann zum Beispiel. Zum Beispiel, wir machen ja was mit diesem Effekte-Rack als Beispiel, wie man sich da vielleicht durcharbeitet oder was da, keine Ahnung, wie man da seine perfekte Einstellung findet oder sowas. Und das könnte man ja auch auf andere Programme übertragen, so Kleinigkeiten. Als Audioformat natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? Aber ich gucke mir das auf jeden Fall mal an, wie man in 6 Minuten im Podcast postproducted. Ja, das ist gut, das musst du teilen, ja. Ja, genau. Bei mir trotzdem nicht. Ich bin ja so blöd und höre alles nochmal an. Ich höre ja alles nochmal an, das dauert ja schon mehr als 6 Minuten. In doppelter Geschwindigkeit. Oh nee, das ist nichts für mein Ohr. Ja, aber, das, aber guter das ist Punkt, der, guter Tipp. Ja, ja guter aber Tipp. Das ist der Hack. Ein Podcast nochmal anhören geht leider nicht. Also deswegen beim Podcasten immer mitschreiben, also gerade wenn so Buchempfehlungen oder Empfehlungen aus dem Netzwerk oder so, dass du wirklich, ich mache das ja auch mit einer Assistentin zusammen, also die Post-Production mache ich selber, aber das ganze Formulieren der Shownotes, die Links und so weiter, also wenn die das auch nochmal anhören müsste, dann wäre das natürlich ein Fass ohne Boden. Also das, da muss man einfach schauen, dass man das in der Show gleich aufschreibt und so, dass das dann effizient geht. Geschnitten wird eh nichts, das ist die Bedingung, sonst schaffst du in 6 Minuten gar nichts. Ja, da bleiben alle Versprecher drin. Aber ich werde zu dem Thema Prozess auf jeden Fall nochmal eine Podcast-Folge machen, das ist super. Ja, vielleicht fällt mir noch was ein, dann schreibe ich es dir. Genau. Siebe, es war ein tolles Gespräch, mal so Einblicke in deine Branche, auch in deine Historie zu schaffen. Ich wünsche dir total viel Glück von ganzem Herzen, dass das auch mit deinem Netzwerkaufbau weiter so erfolgreich läuft und dass der Podcast natürlich durch die Decke schießt. Also jeder, der hier zuhört, vielen Dank. Unbedingt vorbei hören. Es sind tolle Gäste auch angekündigt. Ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der Frage, wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das? Also ich würde den, also ich hätte die Welt gern als Happy Place. Also diese, gibt es eine Löschtaste für Nepperschlepper Bauernfänger? Wenn es die gibt, die würde ich gern drücken, damit die alle mal weg sind. Ja. Wir finden sie einfach. Weil es gibt da draußen so viele, die einfach nur Blödsinn im Kopf haben und versuchen, die Leute in irgendeiner Form abzurippen. Und da so ein Ausknopf. Das würde ich mir wünschen, dass die mal weg sind. Dann sind alle glücklich und wird alles besser dann. Ja, das stimmt. Schöner Wunsch. Und genau, bevor ich es vergesse, einen Wunsch habe ich noch. Bitte, bitte, wenn ihr meinen Podcast hört, dann bewertet ihn auch bitte und hinterlasst eine Rezension, damit wir zu mehr Sichtbarkeit gelangen. Weil es habt ihr von Norman bestimmt schon gehört, dass iTunes, Bewertung und Interaktion insgesamt eben mit Sichtbarkeit belohnt. Und die Sichtbarkeit brauchen wir einfach, damit Marken und ihre Macherinnen sich finden und sich gegenseitig unterstützen können und noch schneller vorankommen. Das wäre mir ein ganz großes Anliegen. Da bin ich ganz dankbar. Superschön. Das lassen wir so stehen. Siebel, vielen Dank für deine Zeit und unser Gespräch. Danke, Norm. Vielen Dank.